Herzlich willkommen zu Metro Exodus. Ich habe ja letztens erst gesagt, dass ich eigentlich keine Singleplayer-Sachen mehr machen möchte. Ich möchte bei Singleplayer-Sachen, die ich auf YouTube hochladen möchte, einfach nur so ein Angespielt machen. Das habe ich schon oft gemacht, aber ich möchte keine ganzen LPs mehr machen. Spiele, die ich geil finde, möchte ich dann im Stream auf Twitch, wo ihr gerne folgen könnt und dann gerne in den Streams reingucken könnt, machen. Und angezockt mache ich dann zwischendurch ein, zwei Folgen, vielleicht jetzt Metro oder eine lange. Muss man mal schauen. Aber nicht das gesamte LP, weil Singleplayer-Sachen sind auf YouTube, das weiß jeder, nicht mehr der Renner. Und aber manche Spiele, ne, wenn ein neues Spiel rauskommt, möchte man das zeigen. Und manche Leute gucken dann auch auf YouTube und möchten rausfinden, wie es ist. Und deswegen mache ich das jetzt einfach so. Und Singleplayer-Sachen kommen nur noch auf Twitch. Und ich versuche auf YouTube, nur noch Multiplayer-Sachen zu machen. Tabletop, Overwatch, Apex, andere Spiele, die mir noch so einfallen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch so für Spiele da habt. Aber wir machen jetzt erstmal ein Angezockt. Gibt es viele Spiele von auf meinem Kanal, die ich immer nur angezockt habe. Und machen uns einen Eindruck von Metro Exodus. Was ich jetzt hier dank Epic Games etwas früher spielen darf. Und deswegen schauen wir jetzt rein in ein neues Spiel, spielen auf normal und schauen uns das Intro an. Und ich bin weg. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden.
Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. So, da sind wir in-game. In Metro Exodus. Ich habe Metro 2033 mal angespielt. Also nicht auf dem Kanal, aber früher. Privat. Und ich weiß, was abgeht. Das ist der Nachfolger. Kann man diese Pilze da sagen? Die sind so am Leuchten. Okay, anscheinend nicht. Ja, ist ein Ego-Shooter. Postapokalyptisch. In Russland. Spielt. Was piepst hier so? Okay, nachladen. Wir hören schon die ersten Gegner. Und ich weiß, dass man sich in Metro sehr, sehr stark umsehen muss, um nicht irgendwas zu verpassen. Ich werde also irgendwas verpassen. Und es den ein oder anderen Schockmoment geben könnte. Ist nicht ganz ungruselig, das Spiel. Atmosphäre ist in dem Spiel sehr, sehr wichtig. Ah, L. Moment, L? Kann ich das umlegen? Das ist ja voll umständlich. Ich musste komplett rüber. Moment, Tastatur. Verschiedenes. Ist L eine Waffe? Nein. Sicher, nein. Hocken, springen, gehen, rennen umschalten. Ja, 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 ist okay. Linke Maustaste nachladen. Wie viel Messer und Granaten in den C drückst? Das ist okay, aber L? Ah, Feuerzeug. Taste bereits definiert. Die auch. G? Nein, verdammt. T auch bereits. Moment. Uff, G, L. V? Nein. Y? Nein. X? Nein. B? N? Uff, jetzt wird's anstrengend. Z? 1? 4. Ah, 4. Okay, nehmen wir 4. Hast du gesehen? Ih, ein bisschen so Viecher rumgekrabbelt. Da, die Viecher sind an mir rumgekrabbelt. Warum soll ich mein Feuer... Ah. Da waren anscheinend Spinnweben. Okay. Kann die Tür hier öffnen? Unser Visier ist ein bisschen kaputt. Das ist natürlich nicht so cool. Alter. Ah, das ist endcool. Da war so Holz, ne? Knarzt halt. Metro ist da echt krass.
4. 4? Ah. Okay. Das war in Metro 2033, glaube ich, auch mit dem Feuerzeug. Das ist nichts Neues. Springen können wir, okay. Ah. Eine Erweiterung für unsere Waffe. Munition anscheinend. Ja, war nur Munition. Okay. Oh. Es grummelt. Es lacht. Es lacht irre. Da die Schatten. Weil da oben was lang lief. Oh. Überall Geräusche. Mein Gott. Ich scheiß mich hier gleich noch ein. Ich spiele ja eigentlich keine Horrorspiele. Das ist ein bisschen weird, dass das so hoch geht. Okay. Okay. Ich kann leider kein Russisch, also Kyrillisch lesen. Wäre cool, wenn man das jetzt irgendwie lesen könnte hier. Hä? 00. Warum stand unten rechts 00000? Alter, die Soundkulisse, Mann. Das Spinnenweben einen langsamer machen ist auch so. Ui. Uff. Aber wie gesagt, das war in Metro schon so. Also, Metro immer schon so. Alter, die Geräusche. Alter Vater! Hi! Oh mein Gott. Das war der erste. Kann ich ihn looten? Oh oh. Kommen jetzt noch mehr oder laufen die weg? Wahrscheinlich laufen die weg. Kann ich da rein? Der ist tot. Aber da war was Kleines, was vor dem weggerannt ist. Goddammit, wie viele denn noch? Wir sind doch hier erst im Anfangsgebiet. Ah, man kann ein Kerzchen anmachen. Muss nachladen, dann kann ich die anderen wahrscheinlich auch aufheben. Nee, ich bin voll. Hier, mach wieder an. Neue Notiz. Wir sind angekommen. Soweit, so gut. Nur ein paar Ratten. Die Jungs laden die Dresine aus. Nicht genug Leute, um die alte Sperre zu bemannen. Kolja ist gegangen, um weitere Freiwillige zu holen, aber im Moment können wir nur die Plattform und die Luftschleuse besetzen. Mikalic wird die Reparaturen wohl nicht allzu bald abschließen. Der Mechanismus ist eingerostet. Ich habe ein paar Telepathen erschossen. Die Biester sind unbemerkt unter der Treppe hereingekommen. Gerissene Mistviecher. Der Antrieb der Luftschleuse ist hinüber. Mikalic sagt, er kann nichts versprechen. Unser Vorrat an Filtern wird knapp. Zeit zum Improvisieren. Wir werden das Tor wohl einfach durch ein angeschweißtes Stück Stahl verschließen müssen und dann weiter überlegen. Draußen gibt es einen Massenansturm von Telepathen. Noch haben sie nicht angegriffen, aber trotzdem. Kolja hat zwar das Schweißgerät geholt, aber wir können nicht einmal mit der Arbeit loslegen. Sobald wir auch nur das kleinste Geräusch machen, fangen sie draußen an zu heulen. Für den Augenblick haben wir beschlossen, ein paar Fallen aufzustellen. Okay, siehst du, das meine ich. Umschauen und dann findet man sowas halt auch. Dieses Gebimmel. Okay, die haben alle Loot, aber... Reicht ein Schuss oder was? Ist der andere jetzt gestorben schon? Ich glaube, ein Schuss reicht, oder? Oder wartet der da jetzt? Nee, ist das die Leiche da? Ich glaube schon. Nee, da ist die Leiche. Okay. Da liegt was. Station Botanischer Garten, 14. August. Hast du nicht
Michalic, okay, nicht Michalic, okay. Und so. Dass hier Kolja oder Michalic sind? Oder er hier? Obwohl, der hier hat eine Schweißmaske. Das könnte Kolja sein oder Michalic. Mein Gott, was passiert denn da noch alles? Jetzt ist vorbei. Oh. Alles klar. Benutzen. Ich überfällt jetzt ein Monster über mir. Aber wir haben es ja schon gehört, dass es über dem. Sag ich doch. Na, wenn man es, glaube ich, richtig im Gesicht trifft, dann ist das schon ein One-Shot. Oh, oh. Alter. Oh oh. Oh oh. Viele noch. Ich muss nachladen, das dauert zu lang. Nahkampfangriff mit V. Kann es sein, dass hier unendlich viele kommen? Ich glaube, es kommen unendlich viele. War nicht so eine gute Idee zu schießen. Oh, mach zu da. Ah! Jetzt habe ich keine Munition mehr, das war nicht gut. Alter! Alter! Die Telepathen haben jemanden im Aljoscha! Ja, Aljoscha, helf mir mal! Samir, helf dem Mann! Ja, helf dem Mann! Gut, wir müssen ihn rausziehen! Alter Vater, voll! Halte durch, wir kommen! Mir geht's gut! Ich hab noch keine Munition mehr! Halte durch! Und die wiegen so ein bisschen was anscheinend. Ah, das ist fies. Ah, das Fiepen war fies. Ah. Oh. Okay. Oh, wie nur der Held. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht. Aber keine Sorge. Alles klar, ich habe aufmachen. Den gesagt, dass sie ihn erwarten. Los! Soll. Hey, Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey, Damir. Meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen.
Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, sturer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte! Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Coole Prothesen, also der zwei coole Prothesen. So Cyborg-Bahn. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Kann ich mich jetzt bewegen? Dann kann ich die Kamera wieder anmachen. Meine Schuhe? Was ist das da unten immer für eine Zahl, die da aufploppt? Artyom Tioni. Geboren 2009. 2033 war der erste Teil. Und ich glaube, da waren wir auch Artyom. Okay. Eingewiesen am, komm schon, ist das dritte Mal. Behandlung Bluttransfusion. Kali, Iodium, Oral, Bettruhe, mindestens ein Jahr lang nicht an die Oberfläche. Als ob. Wir gehen sowas von an die Oberfläche. Mach den Scheiß wenigstens sauber, Mann. Tja, ist leider ihre Aufgabe. Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Kontakt. Was guckt ihr mich so böse an? Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingepfercht zu sein. Kann ich nicht lesen? Okay. Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Kann ich auch nicht lesen? Das da. Metro 2034. A sequel to the cult world bestseller. Machst du jetzt zu? Onkel Artyom, keine Sorge. Ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Ich nehme euch alle mit. Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Wie wär's mit etwas Hoffnung, Lady? Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll. Habt ihr ja anscheinend nicht viel. Oh, eine Pflanze. Krass. Ein bisschen braun, aber lebt noch. Vielleicht haben sie in D6
Ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom. Wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren. Das schreit nach einer Zeit. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Mein Gott, alle reden durcheinander. Lass mich noch mal in Ruhe. Wegtreten. Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Oh, also ganz offensichtlich. Also habe ich etwas mitgebracht. Wie heißt denn der Idiot von denen? Halte durch, Artyom. Einer heißt ein Idiot. Ist das im letzten Teil auch so gewesen? Ich habe die Namen vom letzten Teil leider nicht im Kopf. Wir sind natürlich wieder draußen. Juhu! Und? Wieder nichts. Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Oh. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Wieso ist sie denn jetzt dabei? Ich denke, sie will sie will das nicht. Ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben. Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Keine Hoffnung. Wir müssen die Filter wechseln. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Wieso hilfst du dir? Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Aha. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Verbotszone der Hanse? Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Problem ist, wie viele Filter habe ich dabei und wie lange kann ich jetzt hier rumlaufen? Ich musste einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Was sind denn jetzt Dämonen? War das die Vogelfiecher? Ah, unsichtbare Wände. Vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Vorsicht! Das hättest du eine Sekunde früher sagen müssen. Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Wir sind nicht aus dem Gröbsten raus. Was sind das für Zahlen unten? Die gehen immer auf 0 runter. Was? Ladehemmung! Gott, diese Ladehemmung. Was ist das für eine Kackwaffe? Ach, ich wurde nur wieder angeschlitzt, ist okay. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterfahren und dann beschlossen, uns anzugreifen. Die Mistviecher werden immer schlauer. Lass uns deinen Herrn zulegen, die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. Ach, mit G kann ich mir. Mit G kann ich mir Matsche aus dem Gesicht schmieren, okay. Also Filterwechsel. Ach, cool, okay. Der lag schon länger hier. Aber ist mir recht, der hat Munition gehabt. Okay. Kann's gehen, die Rolltreppe geht nicht mehr. Ach, danke. Ich wollte jetzt nicht unbedingt hinter ihr herlaufen. Wie viel wetten wir, dass Anna stirbt?
Just saying. Und dann ist der Miller sauer auf uns und alles ist scheißegal und... Hast du das gehört? Ein Rudel. Das hat gerade noch gefehlt. Können machen, was wir wollen. Woraus sind diese Viecher eigentlich entstanden? Also klar, aus Strahlung, aber was war das Ursprungsvieh? Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Weiß man bestimmt, wenn man die Bücher gelesen hat oder das Spiel gespielt hat, das erste. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Das sagst du so. Gut, dass das geskriptet ist, dass die eigentlich sehen, weil sonst hätten sie mich gesehen. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Was sind das für Zahlen unten? Ich verstehe sie nicht. Ist das irgendwie mit der Filter der... Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? F8 gedrückt oder gehen ins Menü, um den Fotomodus zu aktivieren. Ach komm, zeigen wir den Fotomodus auch mal. Sichtfeldkamera. Kamera, Sichtfeld, Schärfentiefe an. Blende. Damit müsste die Unschärfe eigentlich stärker werden. Und dann noch Effekte. Overlay. Okay, man kann aber nur aus der Ego-Sicht machen, ne? Oh, oh, mit Gitter für goldenen Schnitt und so. Logo? Signetierung? Man kann aber F... Ah, doch! Aber man blendet sich aus. Okay, ich könnte jetzt hier ein cooles Foto halt von ihr machen. UI verbergen. Und dann kann man halt, ne, hier ein Foto machen. Ohne mich vielleicht. Aber cool. Aber man blendet sich selber aus. Man kann sich selber nicht sehen. Schade. Oh. Diese Flugviecher. Bin gespannt, wann man gegen das Vieh kämpfen muss. Oder gegen so ein Vieh. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Uff. Verdammt. Zu hoch. Hey, Atjom, hilf mir da hochzukommen. Lass mich... Nein! Ich habe einen Fehler begangen. Okay, es war geskriptet. Ich habe keinen Fehler begangen. Scheiße! Jetzt wird sie ja oben angegriffen und ich komme nicht hoch. Doch. Ich hab dich. Das war laut. Sturm mit Stärke. Das ist mal ein Schneesturm. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Und ich höre auch nichts. Lass uns den Funk nutzen. Ach, was zum... Ach, Tjom, siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Ein Zug, der fährt. Ein Zug? Ein verdammter Zug an der Oberfläche. Wo... Wo fährt er hin? Scheiße, was machen wir denn jetzt, Atjom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, what the f- das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hallo, kommt herein. Das ist jetzt aber weird. Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Und dort, na los, kommt rein. Wieso finden die das nicht komisch, dass wir draußen sind? Ah, okay. Natürlich. Das war alles zu... Nein, das war alles zu merkwürdig. Basis, hier Patrouille 72. Wir haben zwei weitere Individuen aufgelesen. Eins davon ist die Tochter... Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen.
Tja, dafür wird Papa Ihnen den Arsch aufreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum sollte denn da keins sein? Klar, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Artyom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Hundi! Oh nein. Natürlich. Au, au, au. Ah, nicht gut. Ich bin doch nicht tot. Haha. Moment, steh auf. Geh raus. Aber wo ist Anna? Haben die Anna jetzt mitgenommen? Hier liegen schon ein paar mehr drin. Ich glaube, hier liefern die öfter Leute ab. Hat der eine Maske auf? Der hat eine Maske. Gib mir die Maske. Auch wenn, ein bisschen eklig, aber geht nicht anders. So. Einmal sauber wischen hier. Ist natürlich jetzt doof für die beiden. Ja, jetzt wird's lustig. Hat irgendjemand, noch ein paar Filter für mich? Was ist das da? Ist das ein großer Vogel oder? Ich glaube, das ist ein... Oh. Ein Büchlein. Medikit! Cool. Okay. Ah, auf Q sehe ich auch meinen Filter. 14, 19 noch. Das sind Ratten, oder? Mutierte Ratten mit Flügeln. Fledermäuse, Ratten. Ich würde ja von fast sagen, dass das mutierte Ratten sind. Oh, der Zug. Kann ich da hoch? Fahr schon rein. Wir sind dahin, wo der Zug hingefahren ist anscheinend. Das ist nett von denen. Hoffentlich lassen die unsere Frau leben. Ich kann mich nicht umdrehen. Okay, ich kann nur rückwärts laufen. Nein, ich will vorwärts. Oh, dunkel. Sieht nicht so appetitlich aus. Da ist auch noch ein Telepath. Wir haben keine Waffe. Wenn jetzt ein Telepath kommt, sind wir richtig am Sack. Dass man hier instant dann die Maske abnehmen kann, so, weißt du? Da oben ist noch Luft. Also die Luft kommt doch hier auch hier rein und die Strahlung. Eine Werkbank. Eine Lampe. Ah, die flackert. Schießt er jetzt auf mich? Weil ist das die Öffnung? Nein, okay. Über uns, ne? Ja. Achtung, die Drehscheibe wird aktiviert.
Wenn ich da rausgegangen wäre, wäre ich tot gewesen. Das ist die Öffnung, auf die sie schießen sollen. Drehscheibe, die drehen die Lok um, okay. Und Anna muss ja auch hier sein. Oh, oh. Jammer, du alter Stinkstiefel! Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Ich glaube, wir haben einen Verbündeten gefunden. Tiere! Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Chill, 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 ein Mensch? Ja, schrei noch lauter, bitte. Ja, wie bist du? Siehst du doch, durchs Loch. Hilf mir auch. Mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien. Ja. Lebendig. Du bist wegen ihr gekommen? Also gut. Du hilfst mir, das ist gut. Ich werde dir helfen. Sag ich doch. Endlich bin ich mal nützlich. Du bist der Nützlichste okay, hier im Raum. Sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen, da sind zu viele Wachen. Aber vielleicht klappt es von der Rückseite. Wieso kannst du hier wieder raus, wenn die wollen, dass du hier drin bleibst? Aber nicht zu hastig. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Besser im Schatten. Wir machen. Oh, Sherman, ist dein Anfall jetzt vorbei? Hey, was zum Teufel ist hier los? Ja, das Licht ausgemacht. Anscheinend sind die Reparaturen am Generator noch nicht abgeschlossen, Feldwebel. Nicht so schnell. Sag den Arbeitern, die sollen mal nachgucken. Geh nur geduckt und sei leise. Ist ja wieder vernünftig geworden, Jammer. Nein, na, an also der Wand. Kannst du deinen Kopf doch noch benutzen. An der Wand? Okay. Jermak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her, hilf mir beim Reparieren. Komm schon. Okay. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Ob man auch mit Lichtern lang hätte gekonnt? Also, dass er hätte die dann anders abgelenkt? Mikalic! Mein Gott, zu viel Gequatsche im Hintergrund für zu wenig Untertitel. Warte, du musst ihn ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Okay, schleiche dich an einen Feind heran, um ihn lautlos auszuschalten. Okay, machen wir. Ah, Jermak, wird Zeit. Ja, ja. Mach das Licht aus. Das Licht ist aus. Mach die Tür auf. Warte, warte einen Moment. Ich habe Köder gefunden. Jetzt werfen. Wie werfen? Wohin? Ich hoffe, die Geräusche. Gut gemacht. Auf geht's. Komm. Hier rein? Machst du die Tür auf? Wohin? Ach ja, doch hierhin. Okay. Geh durch. Na los. Bin drin. Viel Glück. Danke. Oh, Anna! Oh, eine Waffe. Eintreten! Wer zum Teufel bist du? Alarm! Oh Gott. Bäh! Ja, schrei noch lauter. Du lebst! Du lebst! Bist du verletzt?
Ja. Das Abzeichen? Es hat die Kugel abgefangen. Nimm das, du Miststück. Oh, oh. Sehr gut. Keine Bewegung. Oh, oh. Idioten, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr Was sind das alles für Geräte? Das ist ein universeller Breitbandstörsender. Was? Deshalb kann Moskau niemanden empfangen. Und niemand uns empfangen. What? Scheiße. Das ist gar nicht. Moment, ihr habt Moskau vom Funk komplett abgeschottet? Hast du das gehört, Atyom? Überleben. Du hattest die ganze Zeit ja. Nicht. Verstehst du? Da draußen ist nicht nur Russland. Da ist die ganze Welt. Oh, die wollten das verheimlichen. Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist. Und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind! Die Wachen werden bald hier sein. Erstmal eine Notiz lesen. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehen, kann ich berichten, dass meine Maus spinnt. dass die Anzahl der Mitarbeiter in den äußeren Störsenderstationen am 1.02. bei 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal. Stellvertretender Leiter der Spezialabteilung Major Streun. Ich gehöre zu ihm. Artyom? Zu euch. Ja, der hat mir geholfen. Kann ich den nicht aufheben? Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Das gehört mir. Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Hierher, schnell! Auf geht's! Unbefugte sind Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zu Gott will, bringe ich euch hier raus! Mit dem Zug? Sie kennen mich, also kann Warum ich ohne hilfst Probleme du uns, Andrei Ivanovich? Ich hatte eine. Ach, werde ich wohl später erzählen, hoffe ich. Dein Mund hat sich nicht bewegt. Sei vorsichtig. Let's go. Atyom, ich sehe den Feind. Ich auch. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atyom. Sichtbarkeitsanzeige? Die Lichtanzeige an deiner Uhr geht an, wenn du so hell bist, dass Feinde dich sehen. Ah, okay. Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie dich bemerken. Geht nicht, ist kaputt. Was? Wofür ist das? Da kommt wer. Zwei sogar. Ich geb dir von oben Deckung. Ah, ich glaube, das ist für meine Lampe, ne? Ja, okay. Ah, die Lampe über der Uhr. Okay, oder dieser Timer da. Ich glaube, das ist der Timer für den Filter. Kann das? Muss ich jetzt schleichen oder darf ich die abballern? Ich habe eine so kommen, oder? Ja, also. Aber nur 3 Schuss. Ui. Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Ich bleib einfach mal hinter. Hinter den Kisten. Oh.
Das ist die gleiche, die ich habe, ne? Ja. Die Musik so dick. Nicht piepen, Mann. Daher kamen die Signale also. Was konnte man denn hören, bevor die Störsender wieder aktiv waren? Washington? Einer hat mich gesehen. Oh, mach das Licht aus. Ausbessern? Wieso ausbessern? Was ist passiert? Haben die mir auf die Maske geschossen, oder was? Noch einer weniger! Die Kommandozentrale wird vom Feind geschossen. Wechsle die Stellung, Artyom. Artyom, der Hangar ist gleich da vorne. Wir können es schaffen. Personal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Mhm. Achtung, das Türsystem wird wieder hochgefahren. Ah nein! Ich wollte ihn. Da war noch das E, ich hab's gedrückt, letzten Checkpoint laden. Okay. Das war doof. Aber ich kann da auch komplett sneaky durchlaufen. E halten. Ist E halten jetzt echt notwendig? Okay, cool. Okay, ich darf nochmal. Oh, ist das ein Filter? Nicht ein Filter, aber ich darf ihn nicht aufheben. Oder ich weiß nicht, ob das ein Filter ist, keine Ahnung. Einfach mal davon ausgegangen. Dann kriege ich da unten die Treppe. Nee. Ah, Dose. Okay, so ist das Schnellmenü. Sehen die mich echt? Es geht los, ich geb dir Deckung. Okay, ich glaube, man kann das auch sneaky machen, aber ich hab's jetzt verkackt. Ey, lass es. Okay. Wir haben einen Toten. Am besten sind Kopfschüsse tatsächlich. Okay. Ich habe vorher Division 2 gespielt, da war das mit Kopfschüssen nicht so, da muss ich mich wieder dran gewöhnen. Oh nö. Oh, was? Ist der down? Ich hoffe. Wenn er durchschießen, okay. Oh. Okay. Ah, nein! Hat der da jetzt einen Aufkleber drauf gemacht? Okay. Wo ist der? Ach, da oben. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Zivilpersonal hat bis auf Weiteres an Ort und Stelle zu bleiben. Nimm mit. Braucht die Munition. Das Störsystem wird wieder hochgefahren. Störsystem wird wieder hochgefahren. Aber das wollen wir ja nicht. Aber eigentlich, wir wissen ja jetzt, dass draußen Leben ist. Und wir abgeschottet wurden. Anscheinend kann ich die Filter nur aufheben, wenn ich leere Filter habe.
AE. Wäre das hier zum Langsneaken gewesen? Oder? Ich meine, ich bin ja jetzt Rambo-mäßig durchgegangen. Ohne. Und die Munition hätte ich gerne. So. Und hier wieder runter. Kann man noch sliden? Oh, ja, kann man. Oh, das. Hui. War schnell. Atjom, der Hangar ist gleich da vorne. Ja, ich weiß. Ich muss nur kurz looten. Auch wenn das nicht gut ist für die Luftfilter hier. Aber die haben halt alle noch Muni, weißt. Und Muni brauchen wir viel in Metro. So. Gute Arbeit, Atjom. Wie? Wir sind drin. Ah. Du kannst die Maske abnehmen, Atjom. Gut. Jetzt müssen wir Yamak finden. Filter sparen und hier gibt's anscheinend was zum Lesen. Nein, mach die Maske ab. An das gesamte Personalspezial war des Projekts Schild. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Versuche von Spionen, unsere Verteidigung zu durchbrechen, merklich angestiegen. Ungewöhnlich ist, dass die feindlichen Agenten zum Teil Frauen, alte Menschen und Jugendliche sind. Dies ist ein Beleg für die ungemein große Effizienz der Spezialwache, bei ihrer Arbeit zu verhindern, dass die Feinde ihre Ziele erreichen. Unsere Verteidigung zu durchbrechen, um Mittelstandardstrategien Sabotageakte auszuführen. Aus diesem Grunde müssen alle Mitarbeiter der Spezialwache ihre Pflichten verantwortungsvoll erfüllen und niemals zögern, Spezialmaßnahmen bei jeglichen feindlichen Agenten zu ergreifen, die festgenommen werden. Vergessen Sie nicht, dass der Feind hinterlistig und einfallsreich ist. Außerdem ist er verzweifelt genug, seine letzten Reserven in die Schlacht zu führen. Nichtsdestotrotz sind die Ressourcen des Feindes noch immer gewaltig und eine in die Ecke gedrängte Ratte ist besonders gefährlich. Okay, Munition haben wir noch. Dann können wir Licht anmachen. Hier gibt's Messer ohne Ende. Das war Jermack da. Oh. Atjom, wir haben Yamak. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Atjom, du musst die Leiter vor uns und verknettern. Sei aber vorsichtig. Die haben mich bemerkt, wie kommt das denn? Ich möchte hier rein. Was hat denn, Alter? Ich habe ihn im Visier, Leute! Hast du nicht? Warum lügst du? Der lügt einfach. Seine Leute an. Wo ist das? Wer schießt? Ach, da. Ich habe ihn getroffen. Ah, ja. Okay, jetzt habe ich ihn. Aber fies um die Ecke geschossen bei dir. Oh, ich wollte ihn... Egal. Ich wollte sie nicht aufheben. Ich habe zu lange E gedrückt. Ich will nur die Muni haben. So, 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 so. Okay, alles voll. Tür ist zu. Ah, da ist aber auch direkt ein X dran, wenn sie zu ist. Das ist nett. Alles klar. Wachen werden uns nicht gehen lassen. Ja, Atjom, der Feind hat sich im Visier. Jetzt ein Sprint zu Yamak, Atjom. Moment. Ist schön, wie ich mache, was sie sagt. Moment. Überall noch Munition hier, Mädchen. Wir können nicht ohne Munition das Haus verlassen. Atjom, lauf zu Yamak. Ja, ich lauf gleich dahin. Meine Taschen sind voll. Jetzt ein Sprint zu Yamak, Atjom. Ja. Entspann dich. Was bin ich froh, euch hier zu sehen. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. Das ist krass, den ich erschossen habe, obwohl er so viel Widerstand leistet. Die sind bald zurück.
Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Ja. Und sag bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell. Anna läuft immer ganz schön langsam. Noch mehr Wachen, schnapp sie dir! What the fuck? So, können wir jetzt durch? Oh! Gegner gespawnt. Okay. Artyom, wir haben keine Zeit. Schalte sie ein. Drehscheibe an. Alarm! Alle Gruppen zum Hangar! Oh nö. Sind das der explosive Fässer? Ich glaube schon. Ich habe keine Muni mehr. Als ob. Ich habe keine Muni mehr. Also doch nicht, aber ich muss ewig nach. Warte mal, hier liegen doch noch welche. Ey, lass mich aufheben. Cool. Können die nicht explodieren oder was? Ach so, jetzt doch. Oh, das war skriptet. Nee, skriptet. Aber auch heftig. Alles klar? Hey, die Plattform hat einen Antrieb. Es ist schwer, sie da... Aber es fiel... Oh, lol. Oh, Munition, Mann! Ah, Anna, schieb mich nicht. Erdrücken. Wo liegt hier noch Munition? Irgendwo noch Munition? Okay, wir haben 30 Schuss. Mal Licht aus. Mehr Wachen, schnapp sie dir. Ach, nicht immer E drücken. Aber durch E drücken hebt er die Waffe auch. Also. Nicht nur die Waffe. Oh, die Fässer hier sind explosiv, Anna. Geh mal bitte weg. Ist das der Handbetrieb? Drehen. Ah, ich brenne! Lass uns das gemeinsam machen. Nur ein bisschen. Ja. Auf den Zug. Nicht ausruhen. Nee, nicht töten. Du gehst du so langsam? Oh Gott. Ja. Kommt her, schnell! Okay. Sie wollen das Tor rammen, jawohl! Setz die Masken auf, die Dichtungen könnten beschädigt sein. Genau wie meine Maske beschädigt ist. Die hat da so ein Panzertape drauf. Ja. Noch nicht! Wollte gerade sagen, die sind nur noch auf uns. Oh oh. Flashbang. Uncool. Ich seh nix. Wir haben den Zugführer mit zwei Komplizen festgenommen. Ende. Verstanden, Basis. Muss das immer so Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was wussten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Moment. Leute, wir sind's! Helft uns! Anna, was zum Teufel? Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt her. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut, alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen Scheiße. Also ist das wahr?
Du arbeitest für sie? Die Lichtkerle haben auf Atom geschossen, sie! Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tot, alle Mann die Klappe halten. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsender zu tun. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Wenn ich hier kann. Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord und dann voll dann voraus. Komm mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Die gesagt. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. What the fuck? Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich meine Panzerung. Und Sie möchten die. Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheiße gemacht. Scheiße! Das war die letzte Warnung. Halten Sie sofort die Lok an. Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer. Okay, halten an. Ich muss davor warnen. Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand. Ja, Bremser. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl. Ah, endlich etwas Vernunft. Jetzt bis zum Halt weiter drin. Granaten werden Ihren Lack kaum ankosten, also. Wie wäre es mit einem Angriff von Ihnen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir stecken alles, was wir haben, in Ihren Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen. Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. Warum Artyom? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Alles klar. Ich bin freiwillig. Hast du? Ja, hast du. Sind Sie das, Jakob? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können. Habe ich auch eine Pam-Pam? Piff-Piff? Sie sind hier draußen gewesen. Hier schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst sie uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht. Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich? Ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Nur eine Spendtour? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Oh oh. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigung? Ich hätte den rausgezogen. Pläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen.
Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Was ist das? Wo läufst du lang? Ist das Klo? So. Gehen wir mal so voran. Die wollen uns erschießen, dann schießen wir zurück. So, Valeric. Die Tür ist zu, okay. Ein Memo. Mobile Einsatztruppe. Leute, die das jetzt vorlesen wollen, können gerne Pause drücken. Ich lese jetzt nicht mehr alles vor. Da. So. Sollte gereicht haben. Memo werdet ihr schon Pause gedrückt haben können. Weil das ist echt viel. Oh. Na, Filter, okay. Kann ich den Filter wechseln? Die Tür aufmachen. Vorsichtig. Oh, vorsichtig. Wir kommen näher. Einer ist 13 in Bereitschaft. Oh, das sind vier. Die Zeit ist rum, Oberst Miller. Ruhig. Wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Ich habe leider keinen Molly. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Tag. Keine Muni! Was zum Fett? Stopp, ihr Arschlöcher! So. Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakai, deine Tochter! Ihr werdet ja geben, glaube ich. Wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Dich erschieße ich persönlich! In die Stirn! Du verdammter Kröppel! Vergesst die sichtbaren Ziele! Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Artyom, na los! Die reißen uns noch! Ja, ich bin am Weg! Wir noch mehr Sachen zu sammeln? Oh, 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 oh! Okay, den haben wir. Nachladen. Ey! Hat mich irgendwas. Hallo, können meine Mates mal aufhören, die drauf zu ballern? Oh, das tut weh. Oh, der Filter. Okay. Lebt der da jetzt noch? Nein, okay. Alles gut. Wir schaffen das. Ey, ich hänge gerade an irgendwelchen Kisten. Wie lang ist denn dieser Zug? Darf ich nicht erschießen? Okay, du bist nur ein Heizer. Gut, dann, ich glaube, ich muss jetzt raus. Lauf! Kommt schneller! Ihr könnt... Oh. Ein Notbremschen. Deppa! Oh, oh, oh. Oh. Nicht explodieren, jetzt ist nicht gut. Wir brauchen den Zug noch. Hi. Jetzt könnte wieder Gas geben. Der Zug müsste schnell weg. Oh, mutig. Mutig, das so nah an unserem Zug zu machen, Mann. Alter.
Atjom, Gott sei Dank geht es dir gut. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch waschechte Saboteure. Nur am Meckern, der Typ. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Atjom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando? Wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Achtung, Achtung! Ganz hier spricht das Spezialkomitee für Sie Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. Bist du sicher, dass... Warte einen Moment, was war das? Begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt... Hört mal alle hier! 1811-79 Bereich 18-5 Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt... Wo soll diese Nummer sein? 1811 Ich hab's. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja! Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort.
Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, es gibt es doch alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Dummy. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Ey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermok, voll Dampf voraus. Jawohl. Voll Dampf voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Aljoscha? Okay, setz deine Reise fort oder erkunde weiterhin den Zug. Ich hätte einen Pfeil von Arbor erwartet. Ah, D ist wahrscheinlich das Reisevorsitzen. Für den Zug erkunden, okay. Wirklich alles klar bei dir? Jetzt sind sie im Weg. Sie sitzt im Weg, okay. Nur damit du es weißt. Okay, ich komm mit. Wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Erstmal eine rauchen. Aus Zeitungspapier. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Ich bin einfach ins Gesicht puste. Ich war schockiert. Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das voll am Ausrasten, Alter. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst okay, reicht. Du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Störsender? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Was bedeutet, dass wir wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und wage es ja nicht, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ja. Ich hoffe sehr. Immer wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Ist fertig? Kann ich gehen? Gutes Häuschen. Ich geh da mal, ne? Ciao. Viele brauche ich nicht. Die Qualität ist wichtiger. Können wir mit denen da auch quatschen? Verdammt, soll ich's. Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Oh ja. Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast mir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostankinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast,
War die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Grund. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Das bleibt ungewiss. Daran muss ich... Mein Gott, okay, Idiot. Ich geh dann mal, ne? Bisschen nur ein Quatsch erzählen. Okay, wir gehen dann mal einfach. So. Andrei Ivanovich, wie lange hast du schon für diese Störsender... Ja, quatsch dir mal. Ich guck mal unten, was abgeht. Oh, das ist ein Brief. Leiter der Bahnabteilung. Okay, das könnt ihr dann wieder lesen. Ich lasse hier mal ein paar Sekunden und ich kann auch kurz die Kamera nochmal anmachen. Die ganzen Cutscenes sind ja vorbei. So, hier möchte ich dann aber auch schon das angezockt beenden. Oh, der Duke ist hier am Buddeln. Ja, ich beende hier das angezockt, denn hier scheint es einen sehr starken Beginn des Spiels zu geben. Ne? Man hat ein Ziel, man weiß, was abgeht. Der Plot-Twist ist da. Also noch nicht, wahrscheinlich kommt am Ende noch einer. Aber können die mal aufhören zu quatschen? Ich muss mal raussehen. Auf jeden Fall, der Plot-Twist ist da. Das Spiel sieht richtig schön aus, richtig gut. Das ist sehr cool, auch hier mit dem Zugfahren hier gerade, dass man hier dann so eine Stadt hat zwischendurch und zwischendurch dann halt nichts. Da kommt noch eine Stadt. Ja, hier ist das Metro Exodus angezockt, dann beendet. Ich denke, wenn ich dieses Spiel weiterspielen werde nach Release, werde ich das auf Twitch tun. Es kann gut sein. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hätte gerne länger gespielt, aber da das ja nun angezockt werden soll und ich mich dran halten muss, dass ich keine Singleplayer-Sache mehr auf YouTube mache, das fällt mir schwer, aber es macht halt keinen Sinn und die Zeit dafür ist halt zu krass, dass als LP auf YouTube zu machen und die Aufmerksamkeit, die Videos dann kriegen, sind viel zu gering, kann ich ja mal so sagen. Es gibt viel zu viele Kanäle, die sich etabliert haben zu Release, die AAA-Spiele direkt rauszuknallen an einem Tag dann 10 Folgen oder so, und da kann ich nicht mithalten und deswegen mache ich das einfach nicht. Dann mache ich das auf Twitch und habe da meinen Spaß und das ist eh viel cooler. Und ja, wenn ihr das weiter sehen wollt, könnt ihr mal auf Twitch folgen. Vielleicht mache ich es auf Twitch weiter. Steht noch nicht fest. Ich habe viele, viele Spiele momentan. Es gibt Monster Hunter, was jetzt noch ein bisschen weitergeht bei mir auf Twitch. Sogar Minecraft haben wir angefangen auf Twitch. Overwatch kommt auf Twitch. Es kommt so viel auf Twitch, Leute. Es ist unglaublich. Da könnt ihr gerne mal folgen. Und da geht das dann mit Single-Projekten weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Metro Exodus haltet. Findet ihr es cool? Habt ihr den ersten Teil gespielt und freut euch auf den Teil? Ich find's cool. Die Atmosphäre hat jetzt schon, ne? Kickt, sag ich mal. Und das hier mit dem Zugfahren ist auch sehr cool, dass wir jetzt einen eigenen Zug haben. Schon wie stylisch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in anderen Projekten wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.